Hey, sieh nur, Gumball, wir haben einen Haftbefehl wegen ärztlicher Behandlungsfehler am Hals. Stehen da unsere Namen drauf? Ja. Weltklasse. Im Ernst? Ja, steht auch auf der Liste. Etwas wurde nach uns benannt. Toll, was kommt als nächstes? Einen Marathongewinn. Gut, denn wir müssen ganz schnell von hier verschwinden. Die Wirkung der Akupunkturnadeln kann jeden Moment nachlassen. Kommt sofort zurück, ihr Klein. Das Zeug wirkt dir doch. Die Schmerzen in meiner Brust sind verschwunden. Aber nur, weil mein Gesicht so weh tut. Alles klar bei dir? Ein Marathon habe ich mir anstrengender vorgestellt. Ja, ich auch. Wir sind schon nah am Ziel. Ich kann die Goldmedaille schon schmecken. Schmeckt nach Münzen. Sagt mal, Leute, könnt ihr nicht noch einen Zahn zulegen? Für ein krankes Kind tun wir alles. Deshalb rennen wir hier. Was und wie soll das den kranken Kindern helfen? Sie sind es doch, der dabei fit wird. Es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen und anderen zu zeigen, wie mitfühlend wir sind. Nein, gib sie ihnen. Diese kranken Kinder hier sind die wahren Gewinner. Oh, danke. Moment, ihr könnt laufen? Ja, und zu unserem Glück können sie es nicht mehr. Na, wartet! Trompete spielen lernen. Check. Ein eigenes Unternehmen gründen. Haben Sie Ihre Hände satt? Yeah! Zu empfindlich. Zu verschwitzt. Zu peinlich. Zu wurstig. Nun haben unsere Wissenschaftler endlich die Lösung gefunden. Mit Stolz präsentieren wir den Stumpf-Butler. Keine empfindlichen Finger mehr, ohne ihre Finger. Keine verschwitzten Finger mehr, ohne ihre Finger. Keine peinlichen Berührungen mehr, ohne ihre Finger. Sogar Tiere lieben es. Der Stumpf-Butler. Leben Sie einfach freihändig. Bestellen Sie Ihren Stumpf-Butler jetzt. Das Paar für nur $500. Was? $500? Für was halten die mich? Berufstätig? Einen Moment, liebe Zuschauer. Für die nächste Stunde wurde ich befugt, den Preis dieser Stumpf-Butler um $400 zu reduzieren. Schatz, wo ist deine Geldbörse? Immer diese nutzlosen Hände. Millionäre werden erledigt. Als nächstes verändere ein Leben zum Positiven. Wir haben so viel Geld. Wie können wir jemandem damit helfen? Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich sehe uns das Geld in einen Fluss schütten. Nicht ganz, aber es geht in die richtige Richtung. Vielleicht ein Holzofen oder eine Verbrennungsanlage. Ja, dann könnten sich viele Leute dort aufwärmen. Was haben wir uns nur gedacht? Die Antwort liegt doch direkt vor uns. Dieser Kerl braucht Hilfe. Kaufen wir ihm ein Hustenmittel. War doch nur ein Witz. Du kriegst Geld. Danke, Leute, danke. Oh, danke. Das ist viel zu viel. Ihr seid verrückt, Leute. Ich kann's nicht glauben. Danke. Halt, wartet. Unbewaffnet. Er hat einen vierfachen schwarzen Gürtel. Rechtlich gesehen sind seine Hände Waffen. Ein Shaolin-Mönch schlagen. Erledigt. Was kommt jetzt? Na schön. Das sollte eigentlich reichen. Aber wir sind noch gar nicht an der Spitze. Auf der Liste steht nur auf einen Berg klettern. Wir sind geklettert. Seid ihr ja? Ich habe euch stundenlang gesucht. Was treibt ihr denn da? Die Delfine retten. Wovor? Dem Ertrinken. Was habt ihr den ganzen Tag gemacht? Du Lista de Obligaciones, Mama. Was glaubst du, warum wir Spanisch gelernt haben? Warte mal. Das ist nicht die Liste mit den Hausarbeiten, sondern die, auf der ich mit 16 meine Träume aufgelistet habe. Dann hätten wir also gar nicht mit Chad Johnson zum Abschlussball gehen müssen. Was? Ein wahrer Gentleman. Dann habt ihr das wirklich alles getan? Ja. Na, ihr lügt doch. Weißt du, Mrs. Mom, vielleicht ist die wahre Lüge ja, sich ab einem bestimmten Alter vorzumachen, dass man sein Leben nicht mehr ändern kann. Oh, das ist aber wirklich eine reife Aussage, mein Schatz. Danke. Die stammt aus dem Film, in dem ein Hund der Welt beweisen will, dass er Ping-Pong spielen kann. Willst du beim letzten Traum dabei sein? Natürlich. Dann pack deine Koffer, denn wir gehen zusammen auf große Weltreise.